So, wir sind unterwegs zur Wasserquelle. Für die Leute, die es interessiert, wir befinden uns auf einem ganz wenig belaufenen Wanderweg in der Eifel, der heißt J2. Und das ist ein Rundkurs, der führt von einem Wanderparkplatz aus ungefähr 2 Stunden im Kreis. Und ja, ungefähr 500 Meter weg von diesem Rundkurs ist eine Quelle. Und ja, die suchen wir auf, um Wasservorräte aufzufüllen. Wir zeigen euch die Quelle natürlich gleich, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal hinlaufen. Soweit ganz klar. Es ist noch früh am Morgen. Wir haben noch die Regenklamotten an, denn das Gras ist verdammt nass. Beziehungsweise ich natürlich wieder nicht. Ihr seht, meine Hose ist da unten klitschnass. Aber wir sollen heute Temperaturen kriegen von um die 30, 36 Grad. Und dann kann das schon wieder trocknen. Wir finden hier immer wieder tolle Sachen. Sowas wie das hier zum Beispiel. Ein kleines Dreibein gebaut für irgendwas, um aufzuhängen. Eine kleine Leiter oder was das da ist, haben die mal hier gebaut. Und ja, da kann man seinen Rucksack, sein Essen aufhängen und ist vor den Tieren relativ sicher. Ich kann euch mal kurz hier in den Wald rein zeigen, denn man sieht hier so gut wie nichts im Wald. Natürlich für euch zeigen. So, ihr seht, die Sonne kommt langsam. Uhrzeittechnisch sind wir gut unterwegs. Und ich denke, wir werden nachher an der Wasserquelle auch so ein Päuschen machen. Und dann da auch Mittagessen. Aber bis dahin laufen wir erstmal. So, jetzt kommen wir hier an eine schöne große Waldlichtung. Die wurde uns schon auf der Karte, auf der Wanderkarte prophezeit. Die zeige ich euch jetzt mal kurz. Denn hier treffen 2 Wanderwege aufeinander. Und ich suche schon, ob wir hier die Wegmarkierungen finden. Da am Baum sind sie. Ich bringe euch mal kurz hin. Dann könnt ihr das lesen, denn das ist jetzt der Rundkurs. Und zwar steht da, entschuldigt das Gewackel, ich habe kein Stativ und nichts in der Hand, keine Steadicam, ich habe nur die Kamera. So, und hier trifft der Rundkurs J123 auf den Kurs M3. Wobei ich sagen muss, der Kurs M3 ist wahnsinnig lange. Das heißt also, das ist ein Wanderweg, da kann man über mehrere Tage wandern und immer in so Gasthäuser einkehren, wenn man nur wandern will. Aber da wir ja Bushcraften, haben wir ein Zelt bzw. auch ein Tarp dabei und Schlafsäcke natürlich. Aber unser Lager ist ja noch aufgebaut, das Hauptlager. Okay, wir folgen also nicht jetzt hier den M3, sondern wir gehen dort entlang weiter dem J2 folgen. Okay, Leutchen, wir sagen bis gleich und ciao, ciao. Tschüss. Hallo Leute, an der Wasserquelle angekommen. Ihr seht, ein schöner, kleiner, ich nenne das jetzt mal Gebirgsbach. Ihr seht da den kleinen Mini-Wasserfall. Und von hier werden wir jetzt mal unser Wasser holen. In der Nähe ist übrigens, wie ihr eben schon gesehen habt, der Nürburgring. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Ich guck mal nach, welcher Bach das ist und reiche euch das nach. Wichtig jetzt erstmal, wir haben Wasser. Dazu werden wir jetzt mal den Katadynfilter aufbauen. Das könnt ihr gleich zugucken. Und dann werden wir mal unsere Vorratsflaschen voll machen. Also, wir sind dann da. Ihr seht da drüben schon ein paar Flaschen liegen. Gleich kommen noch mehr. Aber erstmal zum Aufbau. Das ist der eigentliche Wasserfilter. Katadyn Pro. Hiker Pro. Hat hier eine kleine Pumpe, womit das Wasser gepumpt wird. Hier drin ist die Filterkartusche. Das zeige ich euch später auf dem Video nochmal richtig. Eingang, Ausgang. Wir haben einen Ansaugschlauch mit Schwimmer und Grobfilter. In dem Grobfilter befindet sich noch ein Feinfilter. Dieser kommt unten an den Anschluss und hat halt die Funktion, das Wasser schon mal vorzureinigen von groben Partikeln,
Schwebstoffen, Stöcken, alles was so da drin ist, Blätter, die nicht ins Trinkwasser gehören. Und an den Ausgangsschlauch kommt ein zusätzliches Paket, in dem Pro-Paket extra gekennzeichnet so, dass man auch nach dem Benutzen das Ganze wieder einpacken kann in dreckiges und sauberes. Hier drin ist ein Adapter, damit kann ich das zum Beispiel direkt an eine Trinkblase anschließen und das Wasser direkt in eine Trinkblase pumpen. Brauchen wir in diesem Fall nicht, weil wir es sowieso in Flaschen abpumpen. Darum brauchen wir jetzt nur den Schlauch und nicht mehr. Diesen haben wir hiermit. Nämlich so. Das Ganze kommt hier rein. Zup, zup, zup. Ich versuche es mal einigermaßen drauf zu kriegen. Nämlich hier oben den Anschluss. So. Und das war jetzt schon der Aufbau des Filters. Viel mehr muss man nicht machen. Und jetzt werden wir gleich pumpen. Der Schwimmer hält das Ganze ungefähr so im Wasser und sorgt dafür, dass ich in einem kleinen Sammelbecken, wenn es denn da ist, gut das Wasser kriegen kann. Ihr seht hier in dem Bereich, dieser kleine Wasserfall, da sammelt sich es noch ein bisschen mehr. Da hinten ist das Wasser ruhiger. Wir nehmen jetzt hier mal diesen stark bewegten Teil, dann sind die Schwebstoffe auch nicht so stark. Und pumpen das Ganze schon mal in die Flaschen rein. Okay, soweit dieses. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Ich weiß nicht, ob ihr uns da unten hören werdet. Darum, ich verspreche jetzt schon mal nichts. Sonst gibt es Untertitel oder Nachvertonung. Schauen wir mal. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr hört mich. Die Geräusche sind natürlich stark von dem Wasser. Wir haben jetzt erstmal ein paar Flaschen mit. Wundert euch nicht, dass wir auch normale PT-Flaschen mit haben. Aber auch der Hund hat Durst und braucht was zu trinken. Der Schwimmer. Den mache ich ein bisschen fest mit dem Stein. So dass er immer unter Wasser ist, aber nicht zu viel Schmand ansaugt. Der Ausgangsschlauch kommt in die Flasche, die sind schon vorbereitet hat, weil das habe ich vorher gesagt. Und dann wird das Wasser angesaugt. Ihr könnt am Schlauch sehen, wie sehr das da reinkommt und wann es denn rausgepumpt wird. Jetzt füllt sich der Filter. Und das Wasser wird gepumpt. Wir pumpen das jetzt ungefähr 10 Mal und dann kippen wir das erste Wasser weg. Der war ja schon mal gebraucht und um ihn einmal durchzuspülen, macht man das so gut wie jedes Mal. Es sei denn, man macht es mehrmals täglich. So, das heißt, die Brühe, da ist jetzt noch das Wasser drin, unter anderem auch die Verschmutzung von dem Kohlefilter. Das geht mit der Zeit weg, die ersten paar Male ist das einfach so. Dabei ist das Wasser aber nicht schlecht, sondern einfach nur ein bisschen verdreckt. Nicht schlimm. Und ihr seht, je öfter man das macht, ich zeige euch gleich das Ergebnis, desto besser wird die Wasserqualität. Das ist jetzt natürlich mit dem Zeitaufwand verbunden, aber für sauberes Trinkwasser lohnt sich dieser Zeitaufwand. In jedem Fall. Sauberes Trinkwasser ist mit das Wichtigste, was ihr braucht. Kann nicht nur um Stunden handeln. Nein, ihr seht, das geht schon ganz schön schnell.
Also für die Geschwindigkeit, das Wasser zu bekommen, ist schon absolut in Ordnung. Das ist lecker. So, wir kommen etwas näher dabei. In diesem Fall der Katadyn und eine Nalgene-Flasche, dass ihr auch durchsichtig sehen könnt, wie viel in welcher Geschwindigkeit da gepumpt wird. So, dann wollen wir doch mal. Also ihr seht, es kommt ein wirklicher Wasserstrahl daraus. Das ist nicht tröpfchenweise, wie man es sonst von früheren Wasserfiltern kennt, die das wirklich langsam dann herbeipumpen, sondern es ist tatsächlich so, dass das mit einem durchgehenden Strahl, wie bei einer, ich vergleiche es immer gerne mit einer Luftpumpe, es ist wie mit einer Luftpumpe gepumpt wird, durch den Filter gesaugt wird und dann in die Vorratsbehälter, Vorratsflasche gepumpt wird. Ihr seht auch, dass man in kürzester Zeit wirklich, die Flasche voll kriegt. Wir sind jetzt bei über einem halben Liter in weniger als einer Minute. Und ich halte das doch eigentlich für ziemlich gut. Wir können ja gleich mal gucken bei der nächsten Flasche, wie viel man wirklich braucht, wenn man es eilig hat, um eine Flasche voll zu kriegen. Es ist wirklich nicht lange, das kann ich sagen. So, wenn man die Flasche auch gerade hinstellt, dann kann man auch den Deckel oben wirklich bis fast zum Überlaufen. Und dann könnt ihr sehen, wir sind jetzt auf dem Video bei knapp 1 Minute 30 gewesen und die Flasche ist voll mit gefiltertem Wasser. Was der Filter alles rausholt an Flüssigkeit bzw. an gefährlichem Zeug, das sehen wir dann gleich. Das kann ich euch noch drunter schreiben, was der tatsächlich alles rausfiltert an Sachen. Bakterien und sonst was. Es wird ja durch mehrere Stufen gefiltert. Und zwar nicht nur durch die Aktivkohle, sondern auch durch mehrere Membranen. Und ich glaube, es ist ein 0,2 μ-Filter, der dann Partikel und sonstige Sachen rausholt. Das schreibe ich euch aber alles nachher unten hin. So, jetzt gucken wir mal. Ihr seht, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen mit den Pumpen, dass es schneller geht. Und dann könnt ihr auch sehen, es ist ein richtig heftiger Strahl, der da rauskommt, der auch mit Power zum Pumpen ist. Und man kann auch durchaus damit mal eben schnell seine Flasche voll machen. Das ist also eigentlich kein Problem. So, ihr habt es gesehen, das waren also locker etwas über 30 Sekunden. Und ich zeige es euch nochmal im Gucken. Da kommt also richtig, ich habe jetzt nur eine Hand. Der Filter geht immer wieder von alleine nach unten. Und ihr seht, das geht also, ist richtig Power hinter. So, soweit zum Katadyn Heika Pro Filter. Wir bauen jetzt ab. Haben gute 8 Liter Wasser fast und das soll erstmal reichen. Also, bis gleich. So, als letztes packen wir das Wasser ein, was wir gefiltert hatten. Und damit haben wir erstmal wieder genug Wasser für die nächsten Tage. Naja, nicht ganz so lange, aber halt genug Wasser erstmal. Und das ist auch gar nicht so weit weg. Wir wissen, wo wir es finden.